Essentielle Botschaften 1. Januar 1997. Jesus, meine süßen Kinder, meine heilige Mutter und ich haben zusammen mit dem heiligen Josef festgelegt, dass dieser ganze Satz von Botschaften über ein einziges Thema von mir selber diktiert wird. Da die ganze öffentliche Botschaft zusammen mit den 6 Lektionen nur ein Thema beinhalten, sollen alle Seiten in ein einziges Dokument zusammengefasst werden. Dieses Dokument soll so klar und einfach wie möglich den Umfang des Wissens zusammenfassen, wie er aus diesen und anderen Botschaften hervorgeht. Der Himmel wünscht, dass ihr über ein Thema Bescheid wisst. Dieses Thema ist die große Warnung: Es ist nicht mehr als recht und billig, dass die an meine Tochter gegebenen Botschaften diese Information enthalten, da sie die Vorgängerin dieser Warnung ist. Als Vorgängerin hat sie durch diese Botschaften und in ihren öffentlichen Vorträgen durch den Himmel geleitete Botschaften gegeben, um euch auf dieses große Ereignis aufmerksam zu machen. Aber nur wenige verstehen die Wichtigkeit dieses Ereignisses und die Umwälzung, die es in ihrem Leben bringen sollte. Durch viele Mittel und durch viele Botschaften haben wir versucht, euch die Bedeutung dieses Ereignisses verstehen zu helfen. Wir haben Leute angeleitet, über dieses Thema zu schreiben, damit die anderen verstehen, was sich ereignen wird. Seit Jahren haben wir darauf hingewiesen, dass diese große Warnung näher kommt. Wir finden jedoch nur teilweises Verständnis und wenig Vorbereitung. Es ist keine einfache Aufgabe, da so viel erklärt werden könnte und schon so viel erwähnt wurde. Aber ich wünsche, dass ihr alle so umfassend wie möglich wisst, was mein ewiger Vater an Vorgängen während der großen Warnung vorgesehen hat. Ich wünsche im Vornherein zu erwähnen, dass es für meinen ewigen Vater alles andere als einfach ist, ein so gewaltiges Ereignis stattfinden zu lassen, da er weiß so wie ich und jetzt auch alle im Himmel, welch große weltweite Krise daraus hervorgehen wird. Wir sagen, welches zu Noahs Zeiten die Konsequenzen aus der großen Flut waren und kennen ebenfalls die totale Zerstörung von Sodoma und Gomorra. In einer anderen Ära sahen wir die Wirkung von Meteoren, die auf die Erde prallten. Wir sahen die Eiszeit, welche sich daraus ergab. Wir, Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist haben beschlossen, dass wenn es wieder notwendig würde, eine solche Zerstörung auszulösen oder zuzulassen, es auch erlaubt sein sollte, den Menschen eine Chance zu geben, aus der Erfahrung zu lernen, und dass so nicht alle Leute sterben oder dem Ereignis völlig hilflos gegenüberstehen sollten. Ich muss aber auch alle warnen. Obwohl wir erlauben, dass das Leben weitergeht, selbst für solche, die unsere Feinde sind, wird der Einfluss und die Wirkung dieser großen Warnung eine solche Größenordnung erreichen, dass viele zu sterben wünschen. In der Welt hat die Sünde nun ein solches Ausmaß erreicht, dass mein ewiger Vater jetzt seinen Arm gesenkt hat, damit alles, was im Himmel mit den Engeln und mit allen himmlischen Personen vorbereitet wurde, jetzt eintreten kann. Wir erwarten lediglich die Folge der Ereignisse, welche das ganze Programm der letzten Tage in seiner ganzen Wucht auslösen wird. Nun möchte ich das große Anfangsereignis der ganzen Serie der Ereignisse der letzten Tage beschreiben. Ja, der Heilige Vater muss aus dem Vatikan fliehen. Ja, er wird beschützt werden. Ja, der Antipapst wird gewählt werden. Ja, der Sitz von Petrus wird nach Jerusalem verlegt werden. Ja, die Beherrschung der Welt durch den Antichrist wird eintreten. Ja, der Krieg wird beginnen. Ja, die Wirtschaft wird zusammenbrechen. All dies wird sich gleichzeitig ereignen mit dem Näherkommen und dem Ablauf der Ereignisse der großen Warnung. Ich sage gleichzeitig, um auch zu zeigen, dass viele Dinge in allen Teilen der Welt sich gleichzeitig ereignen werden. Es ist wichtig für euch zu wissen, dass die geschilderten Probleme alle gleichzeitig oder praktisch zusammen eintreten werden. Aber alle diese Ereignisse stellen nicht das Ende dar, denn dieses ist noch einige Jahre entfernt,
1. Januar 1997 geschrieben. Diese Serie von Ereignissen darf nicht verwechselt werden mit den drei Tagen der Finsternis, weil diese am Ende der Krisenjahre eintreffen. Die drei Tage der Finsternis stellen den Atomkrieg und den weltweiten Konflikt aller Länder dar, welche Atomraketen besitzen. Jedermann wird zur Vergeltung Raketen auf die anderen Länder abschießen. Dieser Krieg wird das Meisterstück des Antichrist darstellen, mit dem er die ständigen Bilder, welche zur Zeit des großen Wunders entstanden, zerstören will. Dieses große Wunder wird sich kurz vor den drei Tagen der Finsternis oder dem absoluten Ende dieser Ära ereignen, wie ihr sie kennt. Nun, meine Kinder, ich spreche klar und deutlich, aber ihr müsst es sorgfältig und mehrmals lesen, um alles zu verstehen, was ich euch lehre. Aus vielen, vielen Gründen wird die große Warnung nahe am Beginn dieser Ereignisse stattfinden. Nach dem Plan meines Vaters stellt sie für alle Leute ein Mittel dar, ihr Leben zu ändern und die Wahrheit zu verstehen. Gott existiert. Gott, die zweite Person der heiligen Dreieinigkeit, wurde Mensch, litt, starb und kehrte in den Himmel zurück. Die zweite Person der heiligen Dreieinigkeit ist Jesus Christus. Jesus Christus ist voll und ganz gegenwärtig in der heiligen Eucharistei. Jesus Christus wird viel verletzt durch die Handkommunion. Jesus Christus wünscht, dass seine heilige Gegenwart im Tabernakel innerhalb des Kirchenraumes sichergestellt ist, wo die heilige Messe gefeiert wird. Während der großen Warnung sollen auch alle erkennen, wie sie Gott beleidigt haben und noch oft weiter beleidigen, welche Gnaden sie verloren oder erworben haben, welches der Ursprung der Wahrheit des katholischen Glaubens und seine Überlegenheit gegenüber den anderen Bekenntnissen ist. Alle Personen jeden Alters, die gesündigt haben, werden sehen, wie sich Gottes Gerechtigkeit für die Strafe ihrer Sünden auswirkt und dann die Leiden, die sie daraus erfahren werden. Jede Person wird verstehen, dass Gott ist und dass es außer ihm keinen Gott gibt. Gott ist und kann nur in der allerhöchsten und heiligsten Dreieinigkeit als Vater, Sohn und Heiliger Geist sein. Es gibt keinen anderen Gott. Es gibt nur einen Gott. Ja, alle Personen werden dies erkennen und bekennen. Auch die bösen Geister werden dies bekennen. Alle himmlischen Personen werden es bekennen. Es gibt nur einen Gott in der heiligen Dreieinigkeit. Alle Personen, die gesündigt haben, werden ihre Sünden bekennen. Jede Person wird ihre Sünden erkennen, und dass Gott in seiner Strafe und wenn sie sterben würde mit der ewigen Bestimmung gerecht ist. Ja, alle werden ihr ewiges Heim im Himmel oder in der Hölle sehen, wenn sie in diesem Moment sterben würden. Alle werden die enorme Last fühlen, die sie als Konsequenz ihrer Sünden für die Ewigkeit tragen müssten. Die Schutzmantel Madonna, meine süßen Kinder, die Kenntnis eurer Sünden wird euch durch die allerseligste Jungfrau Maria gebracht, welche an jenem Tage als Morgenstern kommen und auf euch eine weiße Decke niedergehen lassen wird, so dass darunter niemand sich mehr bewegen und während einer gewissen Zeit etwas unternehmen kann. Alles wird angehalten. Alle Maschinen stehen still. Alle Leute bleiben dort stehen, wo sie sind. Meine Mutter ist unsere liebe Frau der Barmherzigkeit. Durch ihre Tränen und ihre Gebete in vielen Ländern der Erde hat sie für euch die Möglichkeit erwirkt, für eure Sünden um Verzeihung zu bitten und euch auf diese Zeit vorzubereiten. Es wurde von einigen gesagt, dass diese Zeitperiode nur eine kurze Zeit dauern würde. Ich sage nein. Den Mädchen in Garabandal wurde ein kurzer Ausschnitt gezeigt, damit sie dies den anderen erklären konnten. Die Wirklichkeit der Dauer der großen Warnung wurde am besten durch meinen ewigen Vater ausgedrückt, wenn er sagte, es wird für alle so lange dauern wie nötig, damit sie feststellen können, dass Gott existiert und um Vergebung bitten können. Dies könnte für einige nur kurze Zeit dauern, für andere aber viel, viel länger. Diese Erfahrung könnte für einige Leute eine Woche beanspruchen. Metzreiah,
Der künftige Antichrist hat behauptet, dass dies seine Warnung sei. Wenn seine Leute ihm nun weiterhin ihre Huldigung anbieten, wird ihre Zeit des Verharrens in der Peinigung der Sünde die Zeit der anderen überschreiten. Umkehr ist gefordert, alle Leute werden so lange wie notwendig in der Pein ihrer Sünden ausharren müssen. Wer umfassend gebeichtet, Wiedergutmachung geleistet, den armen Seelen im Fegfeuer seine Leiden aufgeopfert und sich vorbereitet hat, wird weniger Strenge erfahren, jedoch erkennen, was er getan hat, welche Sünden er begangen, und welches sein Anteil an der Kreuzigung, den Leiden und den Schmerzen war, die ich für euch alle erlitten habe. Dann wird jeder wissen, ob er jede erhaltene Gnade gut oder schlecht umgesetzt hat. Wenn ihr das alles als eine gewaltige Gewissenserforschung empfindet, so kann ich euch bestätigen, dass dem so ist. Deshalb wird eure Liste der bei nächster Gelegenheit erfolgenden Beichte so lang sein. Dies ist auch der Grund, weshalb ihr dazu aufgerufen seid, über eine gute Kenntnis eures Glaubens zu verfügen, damit ihr die vielen, welche den großen Wunsch haben, dem katholischen Glauben beizutreten, belehren könnt. Während dieser Zeit seid ihr aufgerufen, Jünger des Glaubens zu sein. Deshalb habe ich euch in diesen Botschaften so tief in den Glauben einführen wollen. Die Kenntnis eurer Sünden und euer Bekenntnis Gott gegenüber, dass ihr gesündigt habt, ist nur eine und die erste große Tat während der großen Warnung. Es gibt viele, viele weitere Ereignisse während dieser Zeit der Warnung. Deshalb wird es für euch so schwierig werden. Diese Schwierigkeit wurde von Gott voraus geplant, damit ihr in allen euren Sinnen, in allen Ereignissen eures Lebens, in allen Funktionen, die ihr erfüllen müsst, einen Bruch, einen Wechsel, einige Schmerzen und Leiden spürt. Diese Leiden sind der Sünde in all ihren Formen zuzuschreiben. Diese Leiden werden in jedem Aspekt eures Lebens auftreten. Kein Aspekt eures Lebens wird davon ausgenommen sein. Warum? Um die Missachtung des Lebens zu sühnen, um euch ein Mittel der Wiedergutmachung zu geben, um euch zu verstehen zu geben, dass ihr für euer Kreuz leiden müsst. Ihr habt mich durch eure Sünden ans Kreuz geschlagen. Mein ewiger Vater verlangt von euch, für die Schmerzen zu leiden, die ihr mir insbesondere durch die Lästerung des Lebens, der Moral und der geistigen Lästerung gegen Gott verursacht habt, aber auch um für diejenigen zu leiden, die Gott in so vielfältiger Weise in der heiligen Eucharistei beleidigten und weiter beleidigen. 2. Januar 1997. Jesus, meine lieben Kinder, nachdem ich mit dieser Serie von Lektionen über die große Warnung begonnen habe, will ich mit diesem Thema weiterfahren, indem ich euch andere Ereignisse beschreibe, die sich während diesen Tagen zutragen werden. Bis jetzt habe ich euch mit dem persönlichen Kampf vertraut gemacht, dem jede Person mit dem Bekenntnis der Sünden ihres Lebens und dem Suchen von Wegen, nun diese Sünden auszumerzen, unterliegt. Dies wird jedem Menschen einen großen, tiefen Eindruck machen und viele zur Verzweiflung bringen, zum Verlust der heiligen Hoffnung. Viele werden Selbstmord begehen, während andere Wege zum Sterben suchen werden. Einige werden durch natürliche Elemente sterben, die durch Feuer, Erdbeben, Überschwemmungen und andere Katastrophen, welche über die Erde kommen, verursacht werden. Diese Serie von Ereignissen möchte ich nun in dieser und der nächsten Botschaft beschreiben. Katastrophen Schlag auf Schlag. Gleichzeitig mit der weißen Wolke, welche auf die Erde niedergehen wird, um sie ganz zuzudecken, wird ein Meteor auf der Erde aufprallen. Er wird zuerst mit dem Schweif Teile der Erde treffen, während der volle Einschlag des Meteors eine Zone der westlichen Hemisphäre des Planeten treffen wird. Wer mit den Folgen eines Meteoraufschlages auf der Erde vertraut ist, dürfte die Wirkungen kennen, die ich jetzt beschreibe. Die erste Wirkung besteht in einer Staubwolke, die so groß ist, dass sie die Sonne abdecken und über die ganze
Erde die Nacht ausbreiten wird. Der Staub des Meteorregens wird die ganze Erde überfluten, überall Dreck zurücklassen sowie das Land und die Haut der Leute verbrennen, welche sich im Freien befinden. Die Vegetation wird absterben. Wer draußen ist, wird aufgrund der Verbrennungen sterben. Tiere werden Krankheiten erleiden und müssen abgetan werden. Leute, die ins Freie gehen müssen, wovon abgeraten wird, müssen extreme Vorsichtsmaßnahmen gegen Staub und Chemikalien treffen, welche durch die Wolken der Meteorrückstände freigesetzt werden. Es sei nochmals empfohlen, dass niemand ins Freie geht. Alle Fenster müssen abgedeckt werden, damit kein Staub in euer Haus dringen kann. Diese Abdeckung der Fenster dient übrigens verschiedenen Zwecken. Was ihr dann weiter erwarten könnt, ist äußerst gefährlich. Infolge der extrem entflammbaren Natur dieser Staubwolke und ihrer gefährlichen toxischen Gase werden viele Häuser in Brand gesetzt und zerstört werden. Und dies ist erst der Anfang für noch dramatischere Ereignisse. Durch den extremen Aufschlag des Meteors auf eurem Planeten wird das größte aller Erdbeben verursacht, von dem die siebte Schale des Zorns der geheimen Offenbarung des heiligen Johannes spricht. Auf B16,18 es entstand ein gewaltiges Erdbeben, die noch keines gewesen war. Ich habe schon früher erwähnt, dass die ganze Oberschicht der Oberfläche eures Planeten in einigen Gebieten bis zu 20 Minuten erschüttert werden wird, wodurch dort alle Häuser, die nicht heilige oder mit Gebet erfüllte Heime sind, zerstört oder schwer beschädigt werden. Das Erdbeben wird an der obersten Schicht des Planeten große Risse verursachen, durch welche Spalten und Senklöcher entstehen, in denen ganze Städte verschwinden werden. Das Beben wird eine Stärke zwischen 8,6 und 10 auf der Richterskala aufweisen, je nachdem, wie weit das betroffene Gebiet von der Aufprallstelle des Meteoriten entfernt ist. Alle Erdbeben werden unabhängig von ihrer Stärke Unterbrüche in den Gasleitungen, im elektrischen Netz, in den Telefon- und anderen Leitungen verursachen, während Autobahnen zerstört und Gebäude zum Einsturz gebracht werden. Es wird aussehen, als ob die Erde zerstört worden wäre. Aber dies ist nicht das Ende, nur der Anfang. Zum Meteor und dem großen Erdbeben, welche Städte, Häuser, Leitungen und die Vegetation zerstören und alles ins Dunkel einhüllen werden, kommt noch eine andere, schlimmere Plage mit dem Erscheinen von Tieren in einer großen Vielfalt von kleinen Fliegen, Ameisen, Läusen, Käfern, Heuschrecken und Nagetieren, welche Häuser, Leute und Lebensmittel befallen werden, und die ihr dauernd werdet überwachen müssen. Ein ständiges Reinigen wird sich aufdrängen. Diese Tiere kommen während des Erdbebens aus der Erde und werden eine Serie von Plagen hervorbringen, wie sie in der Heiligen Schrift vorausgesagt werden. Man wird die Häuser überwachen und die Kleider waschen müssen. Ich kann nicht genug unterstreichen, dass die volle Wirkung dieses großen Ereignisses außerordentliche Konsequenzen auf jeden Aspekt eures Lebens haben wird. Dies ist eine Anordnung meines ewigen Vaters. Wer Augen hat. Viele haben gefragt, ob diese Ereignisse an Vorzeichen erkennbar sein würden. Werden wir von ihrem Kommen wissen? Ja, natürlich. Ihr alle werdet aus den Medien erfahren, dass der Komet kommen wird. Ihr werdet auch innerlich eine Vorahnung haben, dass sich etwas Geistiges ereignen wird. Ihr werdet Zeichen sehen und Berichte hören, dass die große Anordnung unmittelbar bevorstehe. So werdet ihr wissen, was sich ereignen wird. Betet sehr inständig, meine Kinder, und macht eure Häuser heilig, weil eure Welt buchstäblich aufhören wird, sich zu drehen, eure Sicht auf die Sonne wird blockiert, eure Tage des Tumultes werden andauern. Was einigen unendlich lang scheinen wird, wird etwa eine Woche dauern. Die Nachwirkungen dieser großen Ereignisse werden gewaltig sein. Manche werden nie mehr so leben wie vorher. Viele werden ihr Haus verlieren.
Der Verlust an Menschenleben wird außerordentlich sein, da mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung während dieser Ereignisse sterben wird. Und doch wird während dieser Ereignisse und nachher noch mehr kommen. Viele Leute wissen davon nichts und sind nicht vorbereitet. Viele Leute leben in der Nähe von Betrieben mit gefährlich toxischen Verbindungen oder von atomaren Anlagen. In diesen Anlagen werden sich Unfälle ereignen. Es sind deshalb radioaktive Niederschläge über weite Gebiete zu erwarten. Obwohl während dieser Zeit keine nuklearen Waffen eingesetzt werden, können solche durch die Druckwellen der Erdbeben ausgelöst werden. Viele Leute werden aus diesen Gründen nukleare Verbrennungen und andere Leiden erfahren, die auf nukleare Rückstände zurückzuführen sind. Eine Kontrolle dieser toxischen Elemente wird nicht möglich sein, wenn die Anlagen nicht geschlossen oder vollständig abgeschaltet werden. Viele Leute werden durch fallende Rückstände und durch Säureregen leiden. Die große Kälte wird beginnen mit Temperaturen bis zu 80 Grad F unter 0, 30 Grad C. Es handelt sich um eine Wirkung des Meteoraufpralls auf die Erde. Diese große Kälte folgt der großen Warnung. Sie wird zwischen 7 und 15 Wochen dauern. Man wird aber während dieser Monate feststellen, dass die Temperaturen entgegen der Jahreszeit nicht steigen, sondern sinken werden. Es ist hart, euch unter diesen Umständen leben zu sehen, aber ich habe davon schon seit vielen Jahren gesprochen. Meine Mutter hat einmal gesagt, dass ihr nach Bosnien im früheren Jugoslawien und nach anderen kriegsgeschädigten Ländern schauen sollt, um abzuschätzen, wie eure Welt einmal sein wird. Mit der großen Warnung werden sich Zustände einstellen, die einem Krieg ähnlich sind. Der Krieg wird jedoch erst später über euch kommen. Nun werde ich zu euch über die bösen Geister sprechen. 3. Januar 1997 Jesus, süße Kinder, ich will weiterfahren mit der Beschreibung der Natur der großen Warnung. In diesem Kapitel werden die bösen Geister, die Dämonen der Hölle und der durch Luzifer herangebildete Antichrist mit ihrer Vorgehensweise beschrieben. Ich werde ausführlich sprechen, so dass sich nur wenige Fragen ergeben. Meine Tochter hat mich bereits gefragt, ob ich nicht noch eine Frage klären könnte, wie lange werden wir unbeweglich bleiben müssen, wenn die weiße Wolke niedersteigt? Die Antwort lautet, bis alle sich über ihre Sünden im Klaren sind. Der Grund, meine Kinder, warum die Fenster vor dem Beginn der Warnung abgedichtet werden sollten, besteht darin zu verhindern, dass ihr die bösen Geister seht. Es wird ihnen zu jener Zeit erlaubt, sich euch zu zeigen. Dieser Grund würde genügen, aber es gibt noch andere, wie den Schutz vor fallenden Glassplittern, vor dem Eindringen von Insekten, um den Zorn Gottes nicht zu sehen und etwas Frieden in euren Herzen aufrecht zu erhalten, dass Gott für euch einen Schutz vorsehen kann gegen jene, die in einem Schockzustand sind, ihr geworden, in Verzweiflung geraten oder von Dämonen besessen auf den Straßen umherirren. Um eure Familien zu behüten, werdet ihr die Fenster abdecken müssen. Wer zu dieser Zeit anderen helfen möchte, dem rate ich zu warten, denn wenn ihr euch ins Freie wagt, werdet ihr durch den Säurestaub getötet und könnt niemandem helfen. Wartet, bis die Krise vorbei ist, der Staub sich gelegt hat und die Ruhe zurückgekehrt ist. Ich versichere euch, dass viele zurückbleiben, die Hilfe benötigen. Während dieser Zeit wird das Geschrei der bösen Geister an euren Fenstern zu hören sein. Diese werden Stimmen von Familienangehörigen nachahmen, um euch zu veranlassen, die Türen zu öffnen. Tut dies nicht. Denn wenn sich eine Person draußen aufhält, ob von der Familie oder nicht, wird sie sterben. Deshalb könnt ihr sicher sein, dass die Stimmen falsch sind und lediglich böse Geister versuchen, in das Haus zu gelangen. Wenn ihr die Türe öffnet, werdet ihr diese bösen Geister sehen. Ihr werdet viel Weihwasser und Gebet benötigen, um sie zu bekämpfen und am Eintritt zu hindern.
zugelassene Prüfungen, Kampf um Seelen. Die bösen Geister dieser Zeit werden die Erlaubnis haben, sich euch zu zeigen, euch vom Gebet abzuhalten und zu versuchen, euch zur Sünde zu verführen. Auf diese Weise sollt ihr verfolgt und veranlasst werden, euch von Gott abzuwenden. Ihr müsst stark sein und täglich zum heiligen Michael beten, dass er euch mit seinen kämpferischen Engeln beistehen möge. In diesen Tagen nähert sich das Ende der Zeit, in der es Luzifer erlaubt ist, die Erde zu durchstreifen. Er weiß, dass die verbleibende Zeit beschränkt ist und wird den letzten Versuch machen, Seelen zu erobern. Mit den Seelen, die er gewinnen kann, fühlt er sich mächtig. Je mehr er für die Hölle erwerben kann, desto mächtiger fühlt er sich Gottvater gegenüber. Er wird sich selber rühmen, vor Gottvater so groß zu sein, weil er so viel erreicht hat, so viele Seelen. In Tat und Wahrheit wird Gott ihn aber in die Hölle hinabstürzen. Oh nein, er wird nicht zum Himmel aufsteigen, wie er das meint. Er wird vielmehr in die Hölle hinunterstürzen wie ein Fliegenwedel. Er besitzt keine Privilegien im Himmel. Sein Platz ist für die Ewigkeit in der Hölle. Dort wird er in Ewigkeit wirken. Die Hölle ist der große Abgrund aus Hass, Feuer, Qual, Bosheit, Dämonen. Ja, das ist der Ort, wo er in seinem Stolz herrschen kann. Luzifer erzählt jenen, die aus ihrem freien Willen unter seiner Kontrolle stehen, dass er in seinem Königreich herrschen würde. Gut, es stimmt. Aber es ist und wird immer eines der Qual, des Hasses und des faulen Schwefelgestankes sein. Der ewige Vater wird auch von allen Seelen in der Hölle die Anerkennung verlangen, dass er Gott ist, ja, selbst bei der Warnung, aber besonders beim jüngsten Gericht. Alle aus der Hölle werden dann antreten und über Körper und Seele gerichtet werden. Gott der Vater wird gerechtfertigt werden. So werden sie in aller Ewigkeit wissen, wie sie gefehlt haben, warum sie leiden und wessen sie sich hätten erfreuen können. Die Dämonen versuchen, die Seelen in die Hölle zu stoßen. Sie hassen Gott und die allerheiligste Dreieinigkeit. Sie hassen all jene, die den ewigen Vater lieben und in der heiligmachenden Gnade leben. Sie werden deshalb ihr Gift in Worten und körperlichen Misshandlungen über die mit dem Kreuz gezeichneten Seelen ausspritzen. Wenn sie es nicht selber tun, werden sie andere dazu anstiften, und so wird die Verfolgung bei den Glaubenstreuen zum täglichen Brot gehören. Andere Konfessionen. Ich wurde gefragt, ob die Gläubigen anderer Konfessionen mehr werden leiden müssen als die Katholiken. Meine lieben katholischen Freunde, es gibt viele Protestanten, welche mit größtem Ernst die Tugenden der Heiligen Schrift leben. Diese werden das Licht und das Geschenk des Glaubens erhalten, um der katholischen Kirche beizutreten. Sie werden entsprechend der Schwere ihrer Sünden leiden wie alle Leute aller Bekenntnisse. Die Katholiken müssen mehr leiden als andere, weil sie durch die Sakramente die besondere heiligmachende Gnade erhalten haben. Ich wurde auch gefragt, ob die Kinder werden leiden müssen. Alle Kinder, welche gesündigt haben, werden im Verhältnis zu ihren Sünden leiden, genau wie die Erwachsenen im Verhältnis zu ihren nicht gebeichteten Sünden werden leiden müssen. Lasst uns nun von den ungetauften Erwachsenen und Kindern sprechen. Alle diese Ungetauften werden die volle Wucht der Misshandlungen durch die Hölle verspüren. Sie werden auch wissen, dass dies wegen der fehlenden Taufe so ist. Unmittelbar nach der großen Warnung werden viele um die Taufe nachsuchen. Indessen werden die bösen Geister sie im großen Stil plagen, weil sie diese Seelen nicht an Gott, den Vater, verlieren wollen. Betet für sie, damit sie ihrem Gewissen folgen und getauft werden. Jene, die nicht getauft worden sind, haben ihre Entscheidung getroffen und werden sofort oder später während den 3 Tagen der Finsternis in die Hölle gehen, weil nur die dafür Vorbereiteten ins Reich des Friedens gelangen werden. Alle, welche ihr Leben nach Satans Regeln ausrichten, werden ins Verderben gehen. Aus diesem Grunde muss ich sagen,
dass in Tat und Wahrheit nur ein Viertel der heute lebenden Bevölkerung, wenn nicht sogar weniger, überleben und in das Reich des Friedens eingehen wird. Während diesen Tagen der Warnung werden sie vorgewarnt. Wenn sie die Wahl treffen, nicht getauft zu werden oder sich selber Satan übergeben, so tun sie das aus ihrem freien Willen heraus. Somit ist Gott gerechtfertigt. Sehr alten und sehr kranken Leuten wird Barmherzigkeit widerfahren, indem sie in einen tiefen Schlaf versenkt oder vorzeitig entrückt werden. Alle Leute, die sich wirklich bemühen, ein gutes und heiliges Leben zu führen, werden eine besondere Gnade erhalten. Alle kennen ihre Sünden und die Strafe, aber sie erhalten die besondere Gnade, um ihre Ängste rasch zu überwinden und um von größeren persönlichen Leiden befreit zu werden. Dies gilt für jene, die sich wirklich ernsthaft bemühen. 4. Januar 1997 Jesus, meine Kinder, in diesem Kapitel will ich von den Bedingungen sprechen, die schon in vielen Botschaften behandelt wurden, die ihr jedoch nicht richtig in Gottes Plan einordnen könnt. Weil meine Tochter gefragt hat, wie, wann und wie lange einige Dinge passieren werden, will ich eure Fragen behandeln. Eine der ersten Fragen, die ein Mitglied der Rosenkranzgruppe meiner Tochter nach dem Verlesen der Botschaft gestellt hat, war: Wird das Wunder immer noch innerhalb eines Jahres nach der Warnung stattfinden oder hat dies geändert? Die Antwort lautet: Nein, das Wunder findet immer noch innerhalb eines Jahres nach der Warnung statt. Meine Kinder, das Wunder ist eine andere Sache und darf nicht mit anderen vorausgesagten Ereignissen verwechselt werden. Wenn die Warnung in einem Jahr stattfindet, könnte das Wunder im nächsten Jahr folgen und die drei Tage der Finsternis im folgenden. Nachdem alle Ereignisse vor dem Ende dieses Jahrhunderts stattfinden sollen, könnt ihr eure eigenen Rechnungen machen. So könnte sich auch alles innerhalb eines Jahres ereignen, wenn sich das Wunder ein halber Jahr nach der Warnung ereignet und die drei Tage der Finsternis innerhalb der folgenden sechs Monate. Ihr seht, dass es nicht klug ist, über die genauen Tage zu spekulieren. Seid jederzeit bereit. Niemand außer meinem Vater im Himmel kennt das genaue Datum. Dies ist nach wie vor wahr, aber viele auf Erden und im Himmel kennen die ungefähre Zeit. So kann mein Vater mit meiner Mutter über die vorteilhafteste, most advantageous, Zeit entscheiden. Meine Mutter nutzt jede Sekunde aus, um mehr Seelen für den Himmel und für Gott zu gewinnen. Wünscht nicht, dass all das sich ereigne. Bereitet euch selber vor, indem ihr möglichst viel Gnaden sammelt und die heiligmachende Gnade stärkt, weil die Zeit der Verfolgung euch bis zum Äußersten beanspruchen wird und ihr jede Gnade benötigen werdet, die ihr erwerben könnt. Gibt es geschützte Gebiete? Eine andere Frage gilt den Gebieten, welche in diesen Tagen besonders geschützt werden. Natürlich werden die Engel einen größeren Schutz gewährleisten, aber ihr werdet weder vor den Erdbeben, noch vor den Wirkungen des Kometen noch vor den Leiden der Niederschläge verschont bleiben. Ihr werdet besser geschützt sein vor den bösen Geistern und den Seuchen. Euer Land wird grün bleiben, Vegetation, Tiere und Häuser bleiben erhalten, wenn es dort keine sündigen Menschen gibt. Letztere werden unter den vollen Wirkungen dieser Zerstörungen stehen. Deshalb müsst ihr selbst in sicheren Gebieten und Häusern eure Fenster abdecken. Allerdings werden euch die Engel im großen Stil helfen. Ihr wisst, dass die sicheren Häuser und Gebiete in das Reich des Friedens hinübergenommen werden. Diese Orte werden dann besondere Hilfe und entsprechenden Schutz erfahren. Sie sind bevorzugt gegenüber anderen Gebieten. Meine Kinder, ihr wollt auch Bescheid wissen über die Möglichkeiten, mit Familienangehörigen umzugehen, welche nicht zur Kirche zurückkehren und die vor der Warnung nicht beichten. Dank euren Gebeten werden diese Personen besondere Gnaden erhalten. Aber jeder Einzelne muss nach der Warnung auf diese Gnaden persönlich eingehen. Ihr könnt keinen retten, der Gottes Anruf gegenüber halsstarrig bleibt. Aber ihr könnt weiter beten,
dass dieser Mensch in irgendeinem Moment selbst kurz vor dem Tod den Weg zurückfindet. Vergesst nicht, das beharrliche Gebet für die Seelen wird vom Himmel belohnt, ob diese noch leben oder bereits gestorben sind. Jenen in der Hölle kann nicht geholfen werden. Die Gebete, die für sie bestimmt sind, werden für andere verwendet. Die durch das Gebet erworbenen Gnaden kommen euch zu, damit ihr getröstet werdet und die Gerechtigkeit Gottes versteht. Vorzeichen, meine Kinder, ich will jetzt vom Beginn der großen Warnung sprechen. Eines Tages werdet ihr feststellen, dass die natürlichen Ereignisse auf eurem Planeten sich verändert haben. Erster eines Tages werdet ihr spüren, dass ein geistiges Ereignis in der Luft liegt, da ihr bereits ein Erwachen im Hinblick auf eure Sündhaftigkeit fühlt. Zweiter die gewaltige Explosion, von der in den Prophezeiungen die Rede ist und die von der weißen Wolke gefolgt sein wird, die sich über alles senkt, wird dann erfolgen, wenn sich auf der Sonne mehrere Eruptionen ereignen. Diese Eruptionen sind das Zeichen, dass die allerseligste Mutter als Morgenstern kommt, um die Erde mit ihrem Mantel zu bedecken, mit einer dicken weißen Wolke, mit einer dicken Schicht. Sie beginnt in der internationalen Tageszeitzone, International Daytime-Zone im Pazifik, und setzt sich nach Osten fort, um die Erde zu bedecken. Dritter, infolge dieser Eruptionen auf der Sonne werdet ihr an jenem Tage den Sonnenaufgang überall zur gleichen Zeit sehen. Schließt eure Türen, deckt die Fenster ab und beginnt zu beten. Seht nicht nach draußen. Vierter, als nächstes wird der Komet auf der Erde aufschlagen, welche ihre Rotation gestoppt hat, und die weiße Wolke wird alles am Platz festsetzen. Fünfter, die Erde wird dann ihre Rotation fortsetzen, wenn alle die Wirkung der menschlichen Sünden bei sich selber festgestellt haben. Die weiße Wolke wird sich dann auflösen. Die Erschütterungen der Erde werden zuerst dadurch erfolgen, dass alles gestoppt wird, dann durch den gewaltigen Einschlag des Kometen, durch die Explosionen und dann durch die Erdbeben. Sechster, durch den vom Kometen verursachten Staub werden der Mond und die Sonne zugedeckt. Dies wird während der ganzen Zeit der Warnung anhalten, so dass ihr während einiger Zeit im Dunkeln sein werdet. Ihr werdet gesegnete Kerzen benötigen, damit ihr während diesen Tagen nicht ganz im Dunkeln seid, aber auch für etwas Wärme. Häuser und Städte werden in den Erdbeben und Überschwemmungen weggewischt werden. Verschiedene Sterne werden aus ihrer Position fallen. Siebter, das nächste große Ereignis, welches aber keinen Schaden anrichten wird, besteht im großen Donner, der während 24 Stunden am Tag während der ganzen Woche der Warnung gehört werden wird. Achter, wenn ihr den großen Donner nicht mehr hört, ist dies das Zeichen, dass alles vorüber ist. Am Anfang wird eine tödliche Ruhe herrschen, aber dann wird ein großes Donnern an Häusern, Fenstern, Türen und allen Gütern rütteln. In der Atmosphäre werden durch den kosmischen Staub, durch den Schweif des Kometen sowie durch den Staub von seinem Aufschlag Feuer, Hitze und Blitze erzeugt werden. Dies sind Wirkungen des Kometenaufschlags auf die Erde. Feuer und Blitze werden selbst in geschlossenen Häusern Schaden anrichten, wenn Sünder darin wohnen. O meine Kinder, ist dies nicht besser als eine Sintflut? Ist dies nicht besser, als dass alles durch einen einzigen Donnerschlag weggefegt würde? Zumindest habt ihr eine Chance, weiter zu leben, euer Leben zu verbessern, eure Sünden zu bekennen. Ja, obwohl sehr streng, ist dies besser. Als Ergebnis dieser weltweiten Krisen werden der Antipapst und der Antichrist, Metzreia, auftreten und viele Wege aufzeigen, um angeblich die Kirche und die Welt neu aufzubauen. Wehe jenen, die ihren Hellsehen und Lügen glauben. In jener Zeit wird die Untergrundkirche existieren. Dies wird die Zeit sein, wo die Apostel und Jünger der allerseligsten Jungfrau Maria euch heilige Hoffnung und Glauben bringen werden. 5. Januar 1997. Jesus, meine süßen Kinder, ich will mit meinen Erläuterungen zur großen Warnung weiterfahren.
Erinnert euch daran, meine Kinder, dass Zeit und Umstände der großen Warnung ein Geschenk der Liebe des ewigen Vaters darstellen, welches durch die Gebete und die Gnade ermöglicht wurde, die die allerseligste Jungfrau für euch erworben hat. Ihr müsst ihr danken, weil sie dieses Geschenk der Liebe für euch gewonnen hat. Äußert keine Kritik an diesem Geschenk der Liebe, weil ihr dadurch zeigen würdet, dass ihr die tatsächlichen Wirkungen dieses Ereignisses nicht erkannt habt. Es hilft der ganzen Menschheit zu verstehen, dass Gott allen verzeiht und alle bei sich im Himmel haben will für alle Ewigkeit. Dies ist eine Gelegenheit, selbst für die harten Sünder, das Geschenk der Rettung zu erhalten, wenn sie nur ihre Sünden bekennen und ihr Leben auf dieser Erde umstellen. Das ist alles, die Sünden zu beichten und sich von der Sünde und dem Bösen fernzuhalten. Meine süßen Kinder, wir wollen nicht, dass ihr für immer in der Hölle verloren geht. Wir wollen unsere Kinder bei uns im Himmel haben. Wir haben Wohnungen für euch vorgesehen und für alle einen Platz vorbereitet. Alles, was ihr tun müsst, ist zu uns zurückzukehren, an Gott zu glauben, eure Sünden zu beichten und versuchen, ein heiliges Leben zu leben. Dies ist die Zeit, wo viele der Letzten die Ersten sein werden, weil sie ihre Sünden gebeichtet und mit ihren Seelen zum ewigen Leben im Himmel zu Gott zurückgekehrt sind. Ich will euch alle bei mir haben. Meine Mutter und ich fragen uns, wie viele von euch auf unseren Aufruf zur Heiligkeit eingehen werden. Meine Kinder, bitte antwortet jetzt. Verlasst euch nicht auf eure Verdienste. Von jenen, die viel erhalten haben, wird auch viel erwartet. Nun, meine lieben Kinder, möchte ich über einige andere Fakten berichten, über das Klima der Welt und die sozialen Probleme, da ein Teil der großen Warnung in der weltweiten Umwälzung besteht, die ihr folgen wird. Vorräte. Ich habe euch gesagt, dass es infolge der Zerstörung der Vegetation einen weltweiten Mangel an Lebensmitteln geben wird und habe von euch verlangt, dass ihr einen Lebensmittelvorrat anlegt, auch Wasser und gesegnete Trauben. Ich habe euch unterrichtet, dass es einen wirtschaftlichen Zusammenbruch geben wird, und dass sich dies ereignen wird, weil die Weltbank so vielen Ländern hätte helfen sollen. Ich habe euch erklärt, dass Metzreia und der Antipapst euch täuschen und während dieser Zeit die Führung übernehmen werden, indem sie den Vorteil der weltweiten Tragödie ausnutzen werden, um ihren Plan zur Weltherrschaft voranzubringen. Ich habe euch gesagt, dass der Krieg zwischen allen Nationen ausbrechen wird, weil der Böse in einigen Ländern die Führer aufhetzen wird, den Vorteil auszunützen, wenn größere Nationen durch die Krise sehr verletzlich und schwach geworden sind. Ich habe euch gesagt, dass um Autorität und Macht zu erringen, der Antichrist den Tod vieler Führer der Welt verursachen und dadurch in die Lage versetzt wird, die Führung dieser Länder zu übernehmen. Ich garantiere euch, dass diese Völker ihn als ihren Führer annehmen werden. Ich habe euch gesagt, dass die Lebensmittel rationiert und durch das Zeichen der Bestie, des Tieres, alle Völker ihren Teil erhalten wurden. Ich habe euch gesagt, wie das Zeichen des Tieres anzunehmen, weil es die Zahl 666 ist und ihr damit für die Hölle bestimmt seid. Ich habe euch gesagt, dass der heilige Josef mit den Aposteln und den Jüngern meiner heiligen Mutter den wahren katholischen Glauben innerhalb der Untergrundkirche aufrecht erhalten wird, da der Antipapst durch seine Häsien das Schisma herbeiführen wird. Der heilige Josef wird die Leute zum Gebet sammeln. Er wird fortwährend alle unterstützen, welche dem Dogma und der Tradition der heiligen römisch-katholischen Kirche treu bleiben wollen und wird sie zusammenführen, damit sie weiterhin die Sakramente und den Rat eines heiligen marianischen Priesters haben. Deshalb habe ich euch immer wieder empfohlen, euch nach heiligen Priestern umzusehen, welche der wahren Kirche vor und nach der Warnung und während den drei Tagen der Finsternis dienen. Ich habe euch gesagt, euer Haus heiligmäßig zu gestalten und jeden Tag gemeinsam in der Wohnung zu beten. Ich habe euch empfohlen,
Für jedes Zimmer ein Bild der unbefleckten Herzen Mariens und des allerheiligsten Herzen Jesu zu erwerben. Ich habe verlangt, dass ihr bei allen Fenstern und Türen Kruzifixe und heiligen Benediktus-Medaillen anbringt. Ich habe verlangt, dass ihr gesegnete Kerzen für Licht und Wärme bereithaltet. Ich habe verlangt, dass ihr Bilder der Heiligen und der Engel erwerbt und dass ihr eure Wohnung durch das häufige Besprengen von Weihwasser vom Bösen frei haltet. Ich habe verlangt, dass ihr über eine Reserve an Rosenkränzen und Gebetsbüchern verfügt. Ich habe verlangt, dass ihr gegen die Kälte warme Kleider und Decken bereithaltet. Ich habe von euch verlangt, dass ihr eure Waren gegen die Invasion von Insekten vorbereitet, wascht und reinigt. Ich habe verlangt, dass ihr Lebensmittel einlagert für die Tage, wo sie nicht erhältlich sind und ihr nicht nach draußen gehen könnt. Über alle diese Dinge und noch mehr haben wir wiederholt gesprochen. Jetzt werdet ihr wahrhaftig sehen, warum ich und meine Mutter und das ganze himmlische Heer so sehr darum bemüht waren. Die physische, geistige und geistliche Vorbereitung ist für eure Sicherheit und euren inneren Frieden lebensnotwendig. Meine Kinder, die geistliche Vorbereitung wird euch über die allerschwierigsten Tage hinweg helfen. Deshalb müsst ihr euch selber heute geistlich vorbereiten. Zögert damit bitte. Nicht mehr länger. Ich habe euch gesagt, dass es eine Verfolgung der Katholiken geben wird. Priester und Christen werden wie zu den Zeiten des jüdischen Volkes ins Gefängnis geworfen. Kirchen werden zerstört, die heiligen Bilder und die heilige Eucharistei geschändet werden. Nun werden sich einige von euch fragen, wo denn diese Leute herkommen. Ich will es euch sagen. Es handelt sich um all jene, die sich für den Antichrist, für Metzreia, erklärt haben. Er wird diese Leute zwingen, seine Befehle auszuführen und ihm zu helfen, sein Ziel zu erreichen, die Christenheit und insbesondere den Katholizismus zu zerstören. Ich möchte hier klar reden. Es ist unmöglich, sich mit Metzreia zu verbünden und weiterhin praktizierender Katholik zu bleiben. Meine Kinder, er ist die Verkörperung Personifizierung Satans. Er ist gegen Gott und die katholische Kirche. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Satan. Einige meiner Kinder glauben nicht, dass hier ein Problem besteht. O meine Kinder, wacht auf! Er ist der Antichrist. Seid euch bewusst, dass eine Erklärung für Metzreia ein Entscheid für Satan darstellt. Geht so weit als möglich auf Distanz zu ihm. O meine Kinder, ihr seht, wie leicht ihr hin und her schwankt, seine Rede überzeugt, seine Absicht ist tödlich. Nehmt euch in Acht, meine Kinder. Ich lieb euch alle. 6. Januar 1997. Jesus, nun meine süßen Kinder, muss ich über das sprechen, was ihr während der großen Warnung tun sollt. Da ihr zum Voraus einiges erfahren werdet und wisst, dass etwas stattfinden wird, könnt ihr ein wenig an euren Vorrat an Lebensmitteln und Wasser denken und rechtzeitig alles von draußen ins Innere des Hauses bringen, was ihr benötigt. Da die Zeit jedoch kurz ist, müsst ihr dies so bald als möglich tun. Die Zeit drängt. Da die Sonneneruption in der Morgendämmerung eines Monats stattfindet, wo die Sonne nicht früh sondern spät aufgeht, werdet ihr den dramatischen Anfang jenes Tages hören und sehen und wissen, was sich ereignen wird. Deckt die Fenster sofort ab und legt Kerzen und Streichhölzer bereit. Sprengt die Wohnung mit Weihwasser und versammelt euch zum Gebet. Kinder und Erwachsene müssen angezogen sein. Legt die Rosenkränze bereit und bringt die Statuen in den für das Gebet vorgesehenen Raum. Jetzt erwartet ihr die weiße Wolke, welche alles zudecken wird. Betet, bis sie kommt und versucht, während diesen Tagen immer zu beten. Erinnert euch und jedermann daran, dass Gott alle liebt, allen ihre Sünden vergibt. So werdet ihr allen helfen, wenn sie beginnen, Schmerz und Leiden zu erfahren. Ich habe früher von euch verlangt, versuchsweise jenen älteren Leuten zu helfen, die allein leben und sie einzuladen,
rechtzeitig zu euch zu kommen und zu bleiben, bis alles vorbei ist. Einige werden ablehnen, weil sie in ihrem Haus bleiben wollen. Wenn sie kommen, solltet ihr ihnen einen Raum zum Beten, zum Essen und zum Schlafen bereitstellen. Alle werden den Ruf Gottes erfahren, ihre Sünden zu bekennen und in ihrem Innern eine Hitze des Leidens für ihre Sünden und für die Sühne spüren. Allen, die sich durch eine gute Lebensbeichte vorbereitet und gebetet haben, habe ich versprochen, dass sie einen intensiven, aber kürzeren Überblick auf ihre Sünden haben werden und so anderen helfen können. Ich verspreche euch dies. Eure Rolle wird darin bestehen, allen in der Familie zu helfen, mit ihrer Situation fertig zu werden und zu beten. Dann werdet ihr sie darüber unterrichten müssen, was draußen passiert mit den Elementen, den Kometen und mit den verschiedenen Plagen. Sie werden euch jetzt zuhören, weil ihr ruhig und sicher sprecht und sie werden verstehen, dass euer Wissen der Wahrheit entspricht. Wie ich erklärt habe, soll niemandem erlaubt werden, hinauszusehen oder gar ins Freie zu gehen. Dies wird sehr schwierig sein. Sagt ihnen genau, warum und bittet Jesus und Maria, euch zu helfen, über diese Ereignisse in einer überzeugenden Weise zu sprechen. Es wäre gut, die Tiere ins Haus zu bringen. Wenn euch dies nicht gelingt, könnt ihr ihnen eine Sankt Benediktus-Medaille um den Hals hängen. In sicheren Gebieten werden einige Tiere geschützt sein. An anderen Orten können Tiere verletzt oder krank werden. Es wäre gut, jetzt zu denken, welche Nahrungsmittel ihr jenen vorsetzen wollt, die hungrig sind und wie ihr sie kochen wollt, falls sie nicht kalt gegessen werden. Haltet Tassen und Wasser bereit. Denkt daran, dass vielleicht kein Wasser durch die Leitung fließt. Die Beseitigung des Kehrichts und der Fäkalien sollte geplant werden, unter Verwendung von Plastikbeuteln und großen Kübeln mit Deckel. Wenn ihr ein Heim habt, wo gebetet wird, ein heiliges Heim, so werdet ihr einen besonderen Grad an Sicherheit erhalten. Betet, dass die Engel euch beschützen mögen gegen Feuer oder Stürme. Beginnt jetzt zu beten, erzählt den Kindern Geschichten und helft ihnen, sich zu beschäftigen. Versucht rechtzeitig Spiele und Bücher bereitzustellen. Denkt daran, dass Säuglinge und Kleinkinder in einen anhaltenden Schlaf versetzt werden, so dass sie durch die Ereignisse nicht berührt werden. Lasst sie ruhig schlafen, auch tagelang. Hingegen müssen die anderen Kinder und die Erwachsenen beschäftigt werden und wach bleiben für das Gebet. Euer ganzes Denken sollte nur auf das Gebet gerichtet werden. Betet, dass die Warnung rasch enden möge. Betet für die Seelen, welche verzweifeln, dass sie Gottes Barmherzigkeit verstehen und ihre Sünden bereuen. Betet ebenfalls für euch selber und zur Wiedergutmachung eurer Sünden. Betet, dass ihr euch der Untergrundkirche anschließen könnt. Betet den heiligen Josef um Hilfe. Betet, damit die Völker der Welt Ja sagen zu Gott und Nein zu Satan. Betet viele, viele Rosenkränze. Passt gut auf während dieser Zeit. Stets sei jemand wach, um das Haus gegen Eindringlinge und Vandalen zu schützen, vor allem in Gebieten, wo Überschwemmungen und Erdbeben ein großes Durcheinander und Zerstörungen verursachen werden. Betet auch, dass eure Familie überleben möge. Betet für andere Familien, für eure Verwandten und andere. Übergebt euch selber dem allerheiligsten Herzen Jesu sowie dem unbefleckten Herzen Mariens und fleht um ihre Fürsprache für euch und für die, die zu Satan halten, damit sie die Einsicht über ihre Irrtümer erhalten. Betet, dass die Welt bekennen möge, dass Gott existiert und um Vergebung ihrer Sünden nachsuche. Betet für alle diese Dinge, aber insbesondere dafür, dass ihr den Glauben bewahren und den Mut sowie die Gnade zum Durchhalten haben werdet. O meine lieben Kinder, ich habe euch eine Wegleitung gegeben, um die Zeit der großen Warnung durchzustehen. Ihr könnt noch andere Dinge beifügen, aber ich würde nichts von dem wegnehmen, was ich vorgeschlagen habe,
weil diese Dinge für euer Überleben grundlegend wichtig sind. In diesen Tagen werdet ihr um euer Überleben kämpfen müssen, da die Wirtschaft durcheinander gerät und die Lebensmittel rar werden. Betet, dass ihr genug habt und bittet mich, eure Vorräte wieder aufzufüllen. Ich kann dies mit eurem Vertrauen und Glauben tun. Versucht einen Rosenkranz zu beten, wenn ihr diese Botschaften gelesen habt, damit ihr durchhalten möget und allem gewachsen seid. Das Leben wird nie mehr so sein, wie ihr es jetzt kennt. Versucht euren Angehörigen zu helfen, damit sie dies verstehen. Meine süßen Kinder, wir vom Himmel werden euch helfen, wenn ihr euch an uns wendet. Wir werden euch zu Hilfe kommen. Gebt mir euren Mund, damit ich durch euch weise und nützlich spreche. Bittet meine Mutter um Gnade für die Familie, damit sie in dieser Zeit zum Glauben kommen möge und sich richtig vorbereite. Denkt daran, meine Kinder, dass wir euch nie verlassen werden. Aber ihr müsst durch diese Warnung hindurchgehen, weil der ewige Vater dies so angeordnet hat. Ich liebe euch. 9. Januar 1997. Jesus, süße Kinder, die einzigen Themen, die ich in dieser abschließenden beschreibenden Lektion vom Februar über die große Warnung behandeln möchte, sind die Vorzeichen vor ihrem Kommen und was zu tun bleibt, wenn alles vorüber ist. Weitere Vorzeichen. Meine Mutter hat euch vorausgesagt, dass viele Zeichen am Himmel und auf der Erde euch warnen werden, dass die große Warnung unmittelbar bevorsteht. Sie erwähnt, dass ein großes weißes Kreuz am Himmel erscheinen und dass jedermann sich wundern würde über seine Größe und die Dauer, während der es sichtbar ist. Es wird in der Woche vor der Warnung während 24 Stunden sichtbar sein. Ein anderes Zeichen besteht im Verschwinden aller Vögel, Eichhörnchen, Kaninchen und anderen kleinen Tieren in der Natur. Sie werden verschwinden und während vielen Monaten nicht mehr gesehen werden. Viele werden sterben. Das entscheidende aller Zeichen wird durch die Nachricht kommen, dass der Heilige Vater den Vatikan verlassen hat und nicht mehr gefunden werden kann. Darauf wird die Nachricht folgen, dass die am Leben gebliebenen Bischöfe und Kardinäle, die stimmberechtigt sind, einen neuen Papst wählen werden. Sie werden dann für Papst Johannes Paul II. Ein gefälschtes Begräbnis durchführen, da dieser noch am Leben sein wird, aber im Verborgenen. Infolge der kriegsähnlichen Zustände in Italien und in Rom werden die Offiziellen im Vatikan erklären, dass der Vatikan nach Jerusalem verlegt wird, wo eine jüdisch-christliche Allianz unterzeichnet wird, welche den neuen Papst unterstützt. Der neue Papst wird seine Unterstützung erklären für Metzreia als Herrscher, Lehrer und Prophet für das nächste Jahrtausend. Auf diese Weise entsteht das Tier mit den zwei Hörnern, wie es in der geheimen Offenbarung des heiligen Johannes beschrieben ist, auf B 13,11. Meine süßen Kinder, einiges wird sich im Geheimen abspielen, aber viel wird von den Medien groß herausgebracht werden. Wenn alle diese Zeichen noch nicht genügen, werdet ihr noch mehr haben. In der Woche vor der Warnung wird meine Tochter, die Sekretärin, Mary Jane Ivan, mit vielen Freunden Telefonanrufe in alle Welt durchführen, um euch zu orientieren. Glaubt mir, dass keine Notwendigkeit für einen solchen Anruf bestehen würde. Wir werden es trotzdem machen. Innerlich werdet ihr langsam die Wirkung eurer Sünden spüren, ja, selbst vor der Warnung. Viele werden Bilder von bösen Geistern sehen, aber auch spontane Visionen von Engeln und Heiligen haben, denn dort, wo es böse Geister hat, werden wir auch für gute Engel sorgen. Ihr werdet auch einen großen Sturz der Börse und eine eigentliche finanzielle Panik erleben. In der Finanzwirtschaft wird es drunter und drüber gehen. Gleichzeitig werden die Zeitungen von Kriegen und Vergeltung berichten. Einen größeren Raum werden die Medien allerdings dem Näherkommen des Kometen und der Spekulationen über seine Größe widmen, dem Ort des Aufpralls und den Problemen, die durch seine Kollision mit der Erde entstehen.
Der Himmel gibt euch eine umfassende Serie von Zeichen über die Warnung. Sie sind zahlreich. Wenn ihr ein Zeichen verfehlt, könnt ihr euch auf ein anderes stützen. Wir wünschen, dass ihr alle über dieses große Ereignis und seinen Zweck wirklich im Bilde seid. Die Kenntnis des Ereignisses wird helfen, Seelen zu retten und das angestrebte Ziel besser zu erreichen. Nachher. Nun lasst uns darüber sprechen, was ihr nach der großen Warnung tun sollt. Ich sehe, dass es einen massiven Verlust an Häusern, Eigentum und Menschenleben geben wird. Die Leute werden sich sehr darum bemühen, eine Kirche, einen Priester und Katholiken zu finden, die sie im Glauben unterrichten können. Viele werden ohne Heim und Besitz sein, viele krank und unter Krankheiten leidend, von denen einige neu und unerklärlich sind und einige durch nukleare Niederschläge verursacht. Große Gebiete werden in den Rissen der Erdbeben und in Senklöchern verschwunden sein. Die Presse wird von Lufttransporten berichten. Aber alle werden nach Spitälern, dem Roten Kreuz und nach Wiederaufbauhilfe der Regierungen rufen. Das ist typisch für solche Unglücksereignisse, aber diesmal wird es anders verlaufen. Es werden nämlich nur wenige Leute in der Lage sein zu helfen. Die Versicherungsgesellschaften werden kein Geld haben, um sich am Wiederaufbau der Häuser zu beteiligen. Es wird Diskussionen geben über die Insektenplagen, über Ernteverluste, über die hohen Preise der Lebensmittel und über das Fehlen von trinkbarem Wasser. Aber die Leute werden sich in Liebe gegenseitig helfen, weil die Nachrichten der Medien eine große Kälte als Nachwirkung des Kometen voraussagen werden. Ihr und eure Familie müsst über die Bücher gehen, die Schäden feststellen und die gesamte Lage beurteilen. Könnt ihr an die Arbeit zurückkehren? Werden die Schulen wieder öffnen? Ist jemand krank? Wurde das Haus beschädigt? Habt ihr noch ein Auto oder Benzin? Habt ihr genug Lebensmittel und wo wären solche erhältlich? Diese und andere Fragen werden euch voll beanspruchen. Inmitten dieser Fragen und Probleme werdet ihr auch das Bedürfnis haben, eine Kirche zu besuchen, zu beichten und versuchen, den neuen Konvertiten zu helfen. Ihr werdet sehen müssen, wie ihr weiterkommt. Habt ihr ein Velo oder ein Pferd? Könnt ihr dorthin zu Fuß gehen? Seid ihr auf das nächste Ereignis vorbereitet? Nun ist es an der Zeit zu beten, um im Glauben durchzuhalten und nicht durch die Schwierigkeiten dieser Zeit auf Abwege zu geraten. Ihr werdet einem extremen Druck ausgesetzt sein. Kleine Dinge wie Stehlen oder Horten von Lebensmitteln, Lügen oder Schwindeln können sich in euer Leben einschleichen. Vergesst nicht, dass das Sünden sind. Meidet die Sünden, da ihr die Strenge der Bestrafung der Sünden während der Warnung feststellen konntet. Meine Kinder, ich werde euch genügend Lebensmittel beschaffen, wenn ihr in Liebe ein wenig mit euren Nachbarn teilt. Gebt nicht viel, es ist nicht nötig. Aber ihr müsst teilen in der Liebe, damit auch ich euch in Liebe helfen kann. Nun kommt für euch auch die Zeit, wo ihr die Kleider und die Decken, die ich euch bat in Vorrat zu halten, teilen sollt. In der Liebe helft ihr anderen, und ich will euch nie verlassen. Ich werde euch das große Wunder beschreiben, aber ein anderer Seher wird euch über den Zeitpunkt dieses Ereignisses orientieren. Eine Seherin von Garabandal wird euch das Datum des großen Wunders mitteilen, das spätestens ein Jahr nach der großen Warnung folgt. Wir im Himmel erwarten diese Ereignisse und beten für euch alle, dass ihr Mut und das Durchhaltevermögen im Glauben haben werdet. Wir lieben euch alle. Ich hoffe, dass ihr diese Lektionen hilfreich findet. Jesus Christus, die zweite Person der allerheiligsten Dreieinigkeit. 1. Dezember 1997 Die Vision Stern Mary Jane Ivan, es begann damit, dass ich eine unermessliche Zahl von Leuten sah, die in geordneter Weise aus ihren Häusern auf eines der weiten Gelände marschierten. Sie hatten ihre schönsten Kleider angezogen. Die Frauen trugen lange Röcke. Da sie sich den Mauern des neuen Jerusalem näherten,
trugen sie Tücher auf ihren Häuptern, während die Männer ihre Hüte von den Köpfen genommen hatten. Sie trugen leichte Jacken, weil das Wetter mild war. Kinder rannten um die Familiengruppen herum. Letztere scharten sich um eine Fahne, damit die Familien und Gemeinschaften voneinander unterschieden werden konnten. Diese Fahnen wurden von Priestern getragen, die erschienen, um sich an die Spitze jeder Gruppe zu stellen. An der Front befand sich ein Prinz, der bischöfliche Kleider und den Bischofsstab trug. Er war von Priestern und anderen Leuten umgeben, die ich später als Mitglieder königlicher Familien ausmachen konnte. Der Morgen brach an, als sich die mächtige Versammlung einer großen Stadt näherte. Sie musste über eine wunderbare Brücke ziehen. Diese war nicht gedeckt, sondern ganz mit Rosen geschmückt. Es war eine niedrige Brücke, welche den Fluss überspannte, bedeckt mit Girlanden von Rosen. Die Leute kamen nun zu den Toren der Stadt, und der Bischof klopfte dreimal an. Die Engel öffneten die Tore und der heilige Josef trat heraus. Er trug ein gelbes Kleid und eine kleine goldene Krone. Der heilige Josef trug dem Bischof auf, die Leute sich ausruhen zu lassen. Sie tranken Wasser und aßen Früchte. Hierauf begleiteten der heilige Josef und einige alte Apostel, die dazu stießen, den Bischof mit seinen Leuten zum Tor der Stadt, während die Leute draußen blieben. Er führte sie durch Gartenwege zu einem großen Palast im Zentrum der Stadt. Engel öffneten die Tore des Palastes und führten sie durch eine weite Halle in einen Empfangsraum, in dem sich drei Throne befanden. Sie warteten und bald erschienen Jesus und Maria. Jesus war mit einem königlichen purpurnen Gewand bekleidet und trug eine große goldene Krone. Maria hatte ein weißes Kleid mit einer königlichen purpurnen Schärpe und eine goldene Krone. Der heilige Josef begann, den Bischof, Prinzen und die königlichen Begleiter einzuführen. Könige, Königinnen, Barone, Prinzessinnen. Nachdem sie ihre Rapporte abgegeben hatten, wurden sie gebeten, ihre Sitze an der Wand der Halle einzunehmen. Dann begann der heilige Josef, die Leute in Familiengruppen und Gemeinschaften hereinzurufen, zusammen mit ihren Priestern und den Fahnen an der Spitze. Alle wurden Jesus und Maria vorgestellt, unser König und die Königin durch den heiligen Josef, welcher dies von seinem Thron neben Maria austat. Die Kinder rannten alle zu Jesus hin, der jedes Einzelne und ihre Eltern segnete. Nachdem mit der Gruppe gesprochen und alle Glieder gesegnet worden waren, wurde sie hinausgeführt, damit die nächste gerufen werden konnte. Den Familien wurde gesagt, dass sie nach dem Besuch im Palast durch die Stadt streifen und sich dort mit den Aposteln, den Heiligen und den Engeln unterhalten dürften. Nachdem die letzte Gruppe gerufen und alle Leute sich in der Stadt befanden, wurden um 17 Uhr die Hörner geblasen, um allen eine Stunde Zeit für die Rückkehr einzuräumen. Um 18 Uhr führten die Engel die letzten Leute zur Stadt hinaus und die Tore wurden geschlossen. Vor ihrem Heimweg ruhten sich die Leute außerhalb der Stadt aus, wobei sie durch Diener von Jesus, Maria und Josef betreut wurden. Am folgenden Tage marschierten alle heim in derselben Weise, wie sie hergekommen waren. Erfüllt von der Gnade und den Segnungen unseres Herrn und Königs. Die Vision war zu Ende. Ich wurde beauftragt, alles niederzuschreiben. Sternerklärung: Das Wort Vision wurde mir durch Jesus gegeben, um die Form von Wahrnehmungen und Bildern zu erklären und sie mit Beginn Dezember 1997 als Teil den Botschaften einzugliedern. Dies sind keine körperliche Visionen, wie sie bestimmte Personen haben. Es handelt sich auch nicht um Träume. Die Visionen haben einen Beginn und ein Ende. Sie werden wahrgenommen, gesehen und aufgenommen durch die Sinne und ergänzt durch Klarstellungen und Eingebungen von Jesus Christus. Genau wie bei den diktierten Botschaften, wo ich jeweils ein Zeichen verlangen muss und dann als Bestätigung erhalte, muss ich ebenfalls dieses spezielle Zeichen erhalten, bevor ein Bild gegeben wird. Die diktierten Lektionen,
welche dann jeweils folgen, erklären diese Visionen. Beides sind Wege, die der Himmel ausgewählt hat, um ein besseres Aufnehmen und Verstehen der Botschaften anzubieten, Mary Jane Ivan. Die Lektion Jesus, meine süßen Kinder, der Besuchstag im Palast des neuen Jerusalem wird während des Reiches des Friedens, wo ich als König und meine heilige Mutter als Königin auf dem Thron sitzen werden, wird einmal im Jahr stattfinden. Es wird 12 Territorien für die Völker geben, und einmal im Monat werden meine Mutter und ich mit dem heiligen Josef euch empfangen, 12 Territorien und 12 Monate, um alle Leute zu empfangen. Ihr habt wahrscheinlich die Tatsache bemerkt, dass es in jedem Territorium Könige und Königinnen aus königlichem Erbe gibt. Geführt durch den Bischof jedes Territoriums sollen diese Königlichen jedes Jahr eine Ehre erhalten. Im Übrigen werden sie ein normales Leben wie ihr führen. Es handelt sich um einen Tribut an ihre Häuser, die von Gottvater geschaffen wurden, da ihr Königtum von Gottvater kommt. Deshalb soll es zur erwähnten Zeit entsprechend geachtet werden. Meine Kinder, habt ihr auch die Kleidung, das Benehmen und die Geschenke bemerkt, die an diesen Tagen allen gegeben wurden? Dies sind besondere Tage für außergewöhnliche Gnaden. Es ist eine besondere Freude und eine einzigartige Gnade, das Leben im Reich des Friedens wahrzunehmen und darüber zu meditieren. Meditiert über diese Freuden während der harten Tage. Das wird euch trösten. Ich will, dass ihr von diesen Dingen wisst, damit alle verstehen, zu welcher Zeit ihr gerufen seid. Diese Botschaften bezeugen diese Zeit, diese Ära, da jede Prophezeiung erfüllt werden muss. Ich liebe euch alle. 1. Dezember 1997 Die Vision Mary Jane Ivan. Ich wurde aufgefordert, zu hören und zu sehen. Es wurde mir auch erklärt, dass diese Vision sehr schwierig zu verstehen sein wird. Zuerst hörte ich eine große Anzahl von Gewehrschüssen in einer bewaldeten Gegend und Männer, die auf eine zentrale Stelle feuerten. Das erste Ding, das ich sah, war ein Kaninchen, das herausprang. Die Männer begannen, darauf zu schießen. Jemand sagte, nicht das Kaninchen, du Dummkopf. Suche nach dem Peter. Und die Männer begannen mit dem Suchen. In einem Loch sah ich einen Mann mit einem Strohhalm zum Atmen. Die Männer trampelten auf dem Stroh, aber der Mann im Loch, bei dem es sich um Peter handelte, drückte das Stroh nach unten, streckte es und begann wieder, damit zu atmen. Die Männer gingen vorüber. Peter kam heraus und bewegte sich sorgfältig rückwärts zu einem Haus. Er trat ein und seine Frau sagte, bis zum nächsten Mal und die Vision war zu Ende. Zum zweiten sah ich den Mann Peter an seinem Pult. Er war auf allen Seiten von Glas umgeben und Leute passten auf ihn auf. Einige verspotteten ihn und andere sympathisierten mit ihm. Das Ganze glich einem Glaskäfig in einem Zoo. Und die Vision endet. Zum dritten sah ich die allerseligste Mutter herabkommen und Peter von dem zooähnlichen Gehege wegführen. Die Leute wunderten sich und wussten nicht, wie sie sich das erklären sollten, was sie sahen. Sie führte ihn zu einem sicheren Platz. Und die Vision war zu Ende. Zum vierten gab es ein anderes Bild. Es war vielleicht 2 Jahre später. Ich sah wieder Peter, nicht besonders gesund oder jung. Er plädierte für Erklärungen, für Verständnis und für Weisheit. Die allerseligste Mutter ermahnte ihn und verlangte von ihm, geduldig zu sein. Die Leute können manchmal so grausam sein, sagte sie, sie sind auch ungeduldig. Und die allerseligste Mutter sagte, und dann verstehen sie erst recht nicht die Wege des Himmels. Alles war zu Ende. Ich wurde angewiesen, niederzuschreiben, was ich gesehen und gehört hatte. Die Lektion Maria, süße Kinder, diese Lektionen demonstrieren den Druck, die Qual, die Grausamkeit, die vielen angetan wird, welche vom Himmel Privilegien erhalten. Einige werden gejagt wie Tiere,
betrachtet wie gewisse Tiere im Zoo, aber allen wird auch von mir geholfen, damit sie weiterfahren können. Ich helfe ihnen darüber hinweg und schenke ihnen besondere Gnaden, damit sie auf ihrem Weg weitergehen können. Jeder Seher fühlt allerdings das Bedürfnis, dem Ersuchen der Leute nach Erklärungen, nach Gründen zu entsprechen. Aber solche Erklärungen liegen nicht immer auf der Hand. Die Leute werden aufgebracht, ungeduldig, schwierig. Warum, meine Kinder? Denkt nicht, dass ihr die Wege des Himmels kennt. Lasst den Himmel euch seine Wege enthüllen. Alles zur rechten Zeit. Nichts ist unmöglich für Gott und auch nicht ohne sein Einverständnis. Er weiß alles und sieht alles. Alles zur rechten Zeit, meine Kinder. Alles zur rechten Zeit. 1. Dezember 1997, die Vision Mary Jane Ivan. Es wurde mir aufgetragen, niederzuschreiben, was ich sah. Ich sah eine Bande von Leuten, die den Peter genannten Mann umgaben, ihn warnten, ihn anschrien, dann sich zurückbewegten, ihre Waffen zogen und auf ihn feuerten. Einen Moment später kamen andere sehr zu seiner Verteidigung und umgaben ihn mit ihren Schildern. Sie wurden immer größer, während Peter immer kleiner wurde. Die allerseligste Mutter kam, um die anderen sehr bei ihrer Hilfe zu ermutigen und sie mit Peter bei seiner Verteidigung zu vereinigen. Sie werden von der allerseligsten Mutter geführt, um Peter zu helfen. Weil Peter verletzt ist, wächst er nur sehr wenig und wird dann sogar langsam kleiner. Doch die anderen sehr verteidigen ihn, wie die allerseligste Mutter dies verlangt, und richten ihn auf. Er wächst nun wieder und sagt: O allerseligste Mutter, wann wird all das ein Ende nehmen? Und die Vision ist zu Ende. Die Lektion Josef, meine süßen Kinder, könnt ihr aufgrund dieser Vision sehen, dass durch die Vermittlung der allerseligsten Jungfrau Maria alle sehr vereinigt werden. Alle werden zusammengeführt, um das Werk der allerseligsten Mutter gegen Satan, Gottes verschworenen Feind, zu unterstützen. Vergesst nie, dass es notwendig ist, dass alle sehr bei ihrer Arbeit für unsere allerseligste Königin zusammenstehen. Seid euch auch bewusst, dass ihr in den kommenden Monaten alles erfahren werdet. Seid aufmerksam und geduldig. 1. Dezember 1997, die Vision Mary Jane Ivan. Die Vision begann mit einer großen Gruppe von Leuten, die auf der Straße in einem Wohnviertel vorwärts gingen. Als sie bei den Wohnungen vorbeigingen, riefen sie den Leuten zu, sich ihnen anzuschließen, was diese taten. Die Menge wuchs und erreichte ein Wasser, das wie ein Fluss aussah. Man sagte mir aber, dass es sich um ein überflutetes Gebiet handle. Auf der diesem flussähnlichen Wasser gegenüberliegenden Seite befand sich eine andere Menge Leute, gleich wie diejenige, die ich wachsen sah. Während ich zusah, begann das Wasser schnell zu steigen. Das Flussbett schien in sich zusammenzufallen, der Grund begann nachzugeben, so dass beide Ufer überflutet wurden. Die Menge wich zurück und rannte auf eine Höhe zu, da die Erde nachzugeben schien und Häuser und Grund im steigenden Fluss versanken. Dann sah ich eine große Zahl von Flugzeugen am Himmel. Es waren Helikopter. Sie ließen Seile herunter, um die Leute in Sicherheit zu bringen. Ich sah weiterhin zu. Das ganze Gebiet mit den Häusern, im Prinzip die ganze Stadt, verschwand im Wasser. Die Leute rannen immer noch in die Felder, um dem Wasser zu entgehen. Das Wasser stieg nicht mehr, und die ganze Stadt war überschwemmt. Der große Riss, welcher sich auf dem Grund geöffnet hatte, schien sich ganz mit Wasser gefüllt zu haben. Ich fragte, warum die Leute sich versammelt hatten. Man sagte mir, dass sie versuchten, einen Damm zu bauen, um die Wasserfluten zurückzuhalten. Es war während eines Zeitabschnittes, der auf das große Erdbeben folgte. Die Vision war zu Ende und ich wurde aufgefordert zu schreiben, was ich gesehen hatte. Die Lektion. Jesus, meine süßen Kinder, während der großen Warnung wird es ein großes Erdbeben geben,
welches viele Städte für Überflutungen und Erdbewegungen verwundbar machen wird. Was meine Tochter mitverfolgen konnte, war der Versuch der Leute, ihre Städte zu retten, aber auch die Verwundbarkeit dieser Städte, wenn der Grund unter ihnen schwindet oder Risse sich öffnen, wo Häuser und ganze Städte durch Erde und Wasser überschwemmt werden. Es ist dies eine Katastrophe größten Ausmaßes, die aber durch den ewigen Vater zugelassen wird. Viel wird sich während diesen letzten Tagen ereignen. Ja, meine Kinder, ihr werdet den Zorn Gottes über euch herabkommen sehen. 1. Dezember 1997, die Vision Mary Jane Ivan. Ich sah ein kleines Haus mit Land und mit einem Zaun umgeben, inmitten eines kleinen Sees. Die Liegenschaft Land und Haus sieht friedlich aus, erscheint aber als Insel inmitten dieses kleinen Wassers. Die Fenster des Hauses sind mit Läden verschlossen und nichts scheint sich zu bewegen. Die Liegenschaft scheint sich in eine Ecke des Wassers zu bewegen und sich dort selber am Land festzumachen. Im Innern sehe ich die Familie kniend beten. Die Frauen tragen Kopftücher. Im Hause gibt es viele heilige Bilder an Wänden und Statuen. Die Leute beenden ihr Gebet, weil die Sonne jetzt stark scheint und das Donnern aufgehört hat. Der Vater öffnet die Tür des Hauses und begibt sich mit den anderen über den Weg in die Ecke der Liegenschaft. Er tritt auf das Land am Ufer des Sees, um seine Tragfähigkeit zu prüfen. Es ist stabil. Das Haus steht fest und die Familie befindet sich in Sicherheit. Die Vision ist zu Ende. Die Lektion: Maria, meine süßen Kinder, das Haus auf der Insel, von dem ihr jetzt lest, ist typisch für die Sicherheit, welche die Engel jenen bringen, die ihr Haus heilig halten und beten. Es ist wichtig, dass während diesen Tagen der Drangsal alle gemeinsam beten. Es ist dies ein Zeichen eures Schicksals. Ja, wir im Himmel können dies tun, das heißt, ein Haus und eine Liegenschaft zu beschützen, wo immer sie sich befinden mögen. Ich kann euch diesen Schutz verschaffen, aber ihr müsst beten. Ihr müsst eure Häuser heilig halten mit geweihten Bildern und Statuen. Segnet eure Häuser mit Weihwasser. Ruft die Engel und Heiligen zu eurem Schutz an. Denkt daran, liebe Kinder, dass ihr Vorräte benötigt, um diese Tage zu überstehen, weil manche ganz allein sein werden. Es werden keine Läden vorhanden sein. Deshalb verlangte ich, dass ihr euch jetzt schon vorbereitet. Ich liebe euch alle. Die Vision Mary Jane Ivan, die Bilder begannen mit einer Gruppe von Leuten, die im Zimmer eines Hauses am heiligen Messopfer teilnahmen. Der Priester begann seine Predigt: Meine Freunde, es ist in diesen Tagen sehr schwer, den wahren Glauben zu behalten. Aber wir opfern diese Messe auf für euren Mut und euren Durchhaltewillen. Denkt daran, dass Jesus bei seiner Kirche bleibt, bei seiner wahren Kirche durch unser heiliges, ehrwürdiges Opfer. Wir sind die Kirche im Untergrund. Jesus Christus ist mit uns. Er wird bei uns bleiben. Wir werden durch ihn geschützt. Es wird noch einige Zeit gehen, bevor die große Züchtigung zu Ende geht. Aber zusammen wollen wir am Glauben festhalten, dem heiligen römisch-katholischen Dogma und der Tradition. Ich will für euch beten und bitte euch, dass ihr auch für mich betet. Die Verfolgung wird nicht nachlassen. Gott segne euch und halte euch unter seinem Schutz. Wir wollen nun mit dem heiligen Opfer der Messe fortfahren. Ich stelle fest, dass wir nach der Messe 3 Taufen und 2 Trauungen vollziehen dürfen. Bitte bleibt für diese Zeremonien. Dann fuhr der Priester mit der Messe fort. Die Trauungen und Taufen wurden in ehrfürchtiger Weise, aber eilig gefeiert. Alle verließen das Haus ruhig und in kleinen Gruppen. Der Priester wechselt die Kleider. Er ist jetzt ein Bauer und begibt sich hinter das Haus, um mit einem kleinen Auto Weg zu fahren. Ein Kind rennt ihm nach, um zu beichten. Warum bist du nicht vor der Messe gekommen, mein Kind? Sagte er. Er nahm ihm die Beichte ab, segnete es und fuhr weg.
Das Mädchen rannte lächelnd ins Haus zurück. Damit endete die Vision. Ich schrieb sie auf, wie sie mir wieder in den Sinn kam. Die Lektion Josef, meine süßen Kinder, die Tage der Untergrundkirche liegen nicht sehr weit von euch weg. Es wird eine Zeit der Verfolgung sein. Aufgrund dieser Vision seht ihr, wie es sein wird. Ich hoffe, dass ihr schon Vorbereitungen getroffen habt, damit ein Priester zu euch kommen kann, um die Sakramente zu spenden. Er kann selber nicht alles mitnehmen. Ihr müsst für euch sorgen. Nun, meine Kinder, diese Tage werden bald beginnen. Kennt ihr katholische Freunde, mit denen ihr euch zusammentun könnt? Habt ihr Kenntnis von Priestern in eurem Gebiet, die noch treu zum Glauben stehen? Habt ihr Vorräte angelegt an notwendigen Lebensmitteln, Kleidern und Büchern? Versucht das jetzt zu tun, meine Kinder, solange ihr noch Zeit habt. Wenn die Frauen zu Priestern geweiht werden, beginnt die Untergrundkirche. Wenn der Antipapst auf dem Thron von Petrus sitzt, wird die Untergrundkirche in Blüte stehen. Wenn der Antichrist seine Verbindung mit dem Antipapst eingehen wird, wird die Untergrundkirche verfolgt werden. Aber Jesus Christus wird dann mit euch sein wie nie zuvor. Ich liebe euch alle. 1. Dezember 1997 Die Vision Mary Jane Ivan, die Bilder beginnen sich vor mir zu bilden, und ich sehe ein großes Zeichen mit den 10 Geboten an der Außenseite einer katholischen Kirche. Zu meiner Rechten sehe ich eine Gruppe von Soldaten, die sich der Kirche nähern und das Zeichen mit den 10 Geboten zerstören. Sie treten in die Kirche ein, schlagen die Statuen herunter und zerstören sie. Sie reißen den Tabernakel auf, werfen die heiligen Hostien auf den Boden und brechen den Tabernakel auseinander. Sie zerschmettern die anderen Statuen und verlassen die Kirche. Zu meiner Linken sehe ich eine kleine Gruppe heiliger Frauen mit Körben. Sie treten sachte in die Kirche ein, lesen die heiligen Hostien auf und legen sie in den Tabernakel, welchen sie in einen geschlossenen Korb legen. Andere versorgen Stücke der zerbrochenen Statuen in den Körben. Alle verlassen in Ruhe die Kirche, wobei die letzte Person zurückblickt, um sicherzustellen, dass alle Stücke aufgelesen wurden. Sie gehen weg durch eine Hintertür und über ein Feld, um dann in ein Haus zu treten. Damit endete die Vision und ich wurde zum Schreiben aufgefordert. Die Lektion Jesus, meine Kinder, solche Entweihungen werden während der Verfolgung an der Tagesordnung sein, weil es dann keine Ordnung und kein Gesetz mehr gibt und Kirchen besonders für Entweihungen ausgewählt werden. Die Priester werden sich in Verstecken zurückziehen. Die Leute werden alles unternehmen, um die Heiligtümer zu bewahren. Es wird eine heroische Zeit sein. Diese Frauen setzten ihr Leben aufs Spiel, um diesen Akt der Liebe für Gott zu vollbringen. Ich werde allen, die so handeln, besonders heroische Gnaden schenken. Ihr werdet fortwährend solch lebendiges Martyrertum sehen, um auch heilige Bilder zu retten und zu bewahren. Solche Stücke können verehrt und zusammengeleimt werden. O meine Kinder, betet um Mut, den Glauben zu bewahren. Schon so viele haben die Hoffnung auf den katholischen Glauben und die Kirche verloren. Was wird in den wirklich harten Zeiten geschehen? Betet um Mut. Ich liebe euch alle. 1. Dezember 1997 Die Vision Mary Jane Ivan. Ich sehe Kinder auf der Straße, die zur Schule gehen. Sie tragen Behälter mit Mahlzeiten. Alle Mädchen tragen lange Röcke und kleine Häubchen auf dem Kopf. Die Knaben sind in blaue Hosen und weiße Hemden mit wollenen Jacken gekleidet. Sie müssen zu Fuß zur Schule gehen, weil es kein anderes Transportmittel gibt. Ich fragte an, welche Zeitperiode ich jetzt beobachten würde. Es wurde mir gesagt, dass dies das Reich des Friedens sei. Die Kinder gelangen zu einem Gebäude aus Backsteinen, das aber erst teilweise fertiggestellt ist. Einige Kinder gehen hinein zu ihren Klassenzimmern und andere bleiben draußen in Zelten.
Alle lassen ihren Lunch auf ihrem Pult, stehen auf und überqueren die Straße, um in der Kirche zur Heiligen Messe zu gehen. Nach der Heiligen Messe strömen die Kinder durch die Türe auf den Spielplatz. Von dort werden sie in die Klassenzimmer gerufen. Jetzt sehe ich eine Gruppe von Männern und Frauen, die sich zur Schule begeben. Sie sind gekommen, um am Bau weiterzuarbeiten. Nach einer gewissen Zeit kommt ein Priester und versammelt alle Erwachsenen. Diese gehen ebenfalls zur Schule. Sie sitzen und hören eine gewisse Zeit zu und kehren dann zu ihrer Arbeit am Bau der Schule zurück. Am Ende des Tages stoßen die Kinder wieder zu ihren Eltern und kehren zusammen über die Straße zu ihren Häusern zurück. Die Vision ist zu Ende und ich beschäftige mich wieder mit dem Schreiben. Die Lektion Maria, meine lieben Kinder, diese kurze Bildfolge, welche meine Tochter erklärt hat, enthält mehrere Lektionen. Beachtet zuerst einmal die Kleidung und das Verhalten der Kinder. Seht dann, wie die Leute die Schulen bauen. Beachtet dann, wie die Erwachsenen jeden Tag zur Schule gehen und dies zu Beginn des Reiches des Friedens während einer längeren Zeit. Nicht alle Lektionen werden vom Priester erteilt. Nein, viele werden von Laien gegeben, welche auf einigen Gebieten besonders ausgebildet sind. Alle Leute werden auf vielen Gebieten einen weiten Bereich an Erziehung erhalten. Dies ist notwendig, weil Gott wünscht, dass alle ihre geistigen Fähigkeiten entwickeln. Es wird eine lange Zeit brauchen, bis alles Notwendige gebaut ist, Schulen, Häuser und Kirchen. Aber alles wird leichter gehen dank guter Nahrung, guter Gesundheit und dem Wunsch, allen zu helfen. Seid guten Mutes. Wir werden das Leben in der neuen Ära neu aufbauen, wo durch den großen Krieg der letzten drei Tage nur noch Schutt zurückgeblieben ist. Meine süßen Kinder, wir lieben euch. 1. Dezember 1907.